Erstmal, hallo Leute. Ich habe vor ein, zwei Jahren diese Serie angefangen mit, sieht man das, was ich euch zeigen möchte? Mit Janusz Korczak. Und zwar ist das jetzt zum Beispiel ein unfertiges Gemälde, aber ich glaube, ich habe die Reihenfolge ein bisschen schlecht vorbereitet. Und ich filme auch nicht mit der großen Kamera, weil ich glaube, das ist mit der Kamera hier in Ordnung. Hier auf den Säulen des Statives seht ihr das Hauptinitiationsgemälde. Ich nehme jetzt einmal ganz, ganz vorsichtig die Kamera, dass ihr das einmal so seht. Vielleicht mache ich einen Zwischenschnitt. Im ersten Video, das jetzt schon ein, zwei Jahre alt ist, seht ihr halt die Entstehung dieses Gemäldes. Und diese Figur, sie ist quasi diese Figur. Ich glaube, jetzt muss ich einmal das Gemälde wegstellen und dann erkläre ich euch, was ich damit sagen wollte. Hier, das Gemälde ist zu groß, das passt so nicht in die Staffelei. Jetzt muss ich das einmal so zur Seite stellen. Ich zeige halt in diesem Gemälde einen, so und so und Stativ nochmal ein bisschen runterbeugen. So, einen anonymen Mörder. Da ja die ganzen Kinder aus dem Kinderheim ermordet wurden in Treblinka. Und deswegen wollte ich halt kein Gesicht malen. Habe ich dort auch nicht gemacht bei dem großen Gemälde. Es gibt kein Gesicht. Das fand ich unfair, weil es auch Soldaten gab, die einfach nur Befehle befolgt haben. Und es gab auch Soldaten, die Befehle nicht befolgt haben. Das ist jetzt ein Zwischenstand und es sind jetzt 2 Jahre Arbeit bis hierhin. Und es wird noch hinzukommen, sehr stark, ein Video mit den Zeichnungen und der ganzen Geschichte. Es werden mehrere Videos entstehen und ich hoffe dann irgendwann auch eine Ausstellung. Hier habt ihr ein weiteres Gemälde aus dem Bereich zu der Geschichte der Kinder und des Janusz Korczak. Man sieht halt hier, dass er keine Brille trägt. Die ist da unten zertreten. Und in den deutschen Medien wird die Geschichte so beschrieben, dass man sagt, der Himmel weinte. Und hier unten, das Dom Sherrod, ist das erste Waisenhaus, das er gemacht hatte, aufgebaut hat. Er war ja ursprünglich Arzt, Kinderarzt und dann Pädagoge und hat dieses Kinderheim aufgebaut. Sehr gerne könnt ihr euch das erste Video dazu angucken. Da gehe ich tiefer in die Geschichte. Also er war ein sehr guter Pädagoge geworden, aber ursprünglich hat er Medizin studiert und er hat auch seinen Namen gewechselt, damit man an seinem Namen nicht erkennt, dass er jüdischer Herkunft ist. Allerdings hat niemand mit dem Zweiten Weltkrieg damals so stark gerechnet und ich habe viele Zeichnungen vorbereitet, die ich auch anders irgendwie abfilmen werde und euch zeigen werde. Aber in 2 Jahren Schaffensprozess gibt es halt diese drei Gemälde und die Zeichnungen. Ich wollte euch so einen Zwischenstand einmal zeigen. Hier bin ich. Ein fertiges Gemälde, zwei fast fertige Gemälde, sehr, sehr viele Zeichnungen, verschiedene Titel. Ja, ich denke, ich werde diese Geschichte des Janusz Korczak schon sehr gut verbildlichen und will daraus eine mehr viele Bilder halt malen und auch die Zeichnungen und vielleicht, wenn ich genug habe, dann, also ich meine, wenn ich genug, vielleicht kann man dann auch so ein kleines illustriertes Buch machen, muss man schauen, aber soweit bin ich nicht. Also mit den Zeichnungen wäre es leichter natürlich, dies zu illustrieren. Ich musste mich auch sehr viel zeitlich damit auseinandersetzen, weil das schon eine krasse Geschichte ist. Und ich finde aber schon sehr, sehr gut, wo die Geschichte bis hierhin angekommen ist. Und sie erzählt mehr oder weniger, sie erzählt die Wahrheit. Mehr oder weniger war falsch. Diese Geschichte erzählt einfach halt etwas sehr, sehr stark Positives, wie ein Mensch etwas Unglaubliches aufbauen kann. Und dann passiert halt, was passiert ist, der Genozid und der Mord, was sehr, sehr traurig ist. Und das ist auch, ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so anstrengt und berührt.
das auszudrücken und sich mit den Medien so intensiv auseinanderzusetzen, was passiert ist. Weil grob ist es, jemand baut ein Kinderheim auf und er und die Kinder werden ermordet. Das ist aber nicht so einfach, wenn man viele Stunden Research macht. Boah, ich habe mehrere Stunden Dokus geguckt, einige mehrfach und dann bist du einfach sehr, sehr traurig. Ich kann mir zum Beispiel, wenn ich die Skizzen vorbereite, kann ich mir nicht währenddessen eine Geschichte darüber anhören, weil dann bin ich auf einmal irgendwann so mitgerissen und ich muss das, was ich als Zeichnung oder als Gemälde vorbereite, malen. Separat natürlich zu den Vorbereitungen, diese Geschichte vernünftig zu erzählen. Gleichzeitig geht das nicht, wie bei anderen Bildern, weil, wie soll ich sagen, um es so zu sagen, ich bin dann berührt, ich bin traurig und dann kann ich nicht arbeiten. Also ich kann Notizen machen, ich kann Zeichnungen vorbereiten, aber ich kann nicht parallel mir zum Beispiel das alles anhören, wenn ich male, weil dann kann ich nicht malen. Das erklärt vielleicht auch zum Teil, warum das bis hierhin 2 Jahre oder so gedauert hat. Okay, das wäre es dazu, Zwischenstand. Ich wollte für die, die wirklich daran interessiert sind, einfach so ein Zwischenstand-Video posten. Ich habe auch wirklich vergessen, wann ich tatsächlich mit der Arbeit daran begonnen habe. Ich habe auf der Ewaldstraße das große Gemälde angefangen und dort fast beendet. Hier habe ich es dann in Recklinghausen beendet, zusammen mit dem Anfang von diesem Gemälde. Vielleicht seht ihr es, es soll aussehen, wie wenn der Himmel weinte. Deswegen läuft Regen bzw. Tränen. Der Himmel weint, ja. Und Janusz Korczak hält eins der letzten Male ein Kind in den Arm. Und deswegen trägt er die Brille nicht. Da muss ich natürlich noch einen Übergang schaffen, dass das Kopfsteinpflaster, es ist grob, ne? Dass das Kopfsteinpflaster so ist, wie ich möchte. Und ursprünglich dachte ich, wenn ich die Figuren blau male, dann sieht man, dass sie tot sind. Weil wenn Menschen tot sind, sind sie blau. Aber ich glaube, ich werde sie ihrem Gesicht dann doch noch Leben in Form von Rosa und Farbe einhauchen. So, aber das sind so die Überlegungen. Ich will ja auch niemandem zu nahe treten. Deswegen ist der Soldat zum Beispiel, er hat kein Gesicht, weder bei dem Porträtgemälde noch auf dem großen Gemälde, wo er leider die Leute in den Todeszug führt. Ne? Okay, das wär's. Ich denke, das reicht erstmal als Zwischenstand.